Bei den GPS wird ja mittlerweile, gibt es ja wahnsinnig viele, wahnsinnig viel Mystik schon fast im Netz. Da wo man dann sagt, ja, das ist dann das Gleiche, wie andere auch machen, ein extrem hohes Volumen mit sehr vielen Wiederholungen. Dann gibt es irgendwie dieses Ding mit der Spannung, wie Spannungen aufgebaut werden und so weiter. Und auf das Ganze gehen wir heute mal ein. Ja? Von der Grundlage her, ja? Von der absoluten Grundlage. Die Grundlage im GPS ist, das, was ich immer poste, ich sage normalerweise, GPS basiert auf Grundprinzipien, die sind unumstößlich. Du kommst nicht drum rum. Fangen wir mit Grundprinzipien an. Du jetzt, sehr elegant, ich nicht ganz so elegant, wir nehmen eine Position ein. Okay? Wir kommen im Leben nicht drum rum, dass wir eine Position einnehmen. Diese Position kann jetzt förderlich oder hinderlich sein, richtig oder falsch sein. Ja? Ich kann jetzt auch irgendwie seltsam sitzen. Aus dieser Position geschieht zwangsweise eine Mechanik, also irgendeine Art der Bewegung. Hier haben wir wieder das gleiche Prinzip. Wir haben eine Position, die kann richtig oder falsch sein. Wir haben eine Mechanik, die kann richtig oder falsch sein. Es kommt immer darauf an, was wir aus der Position, mit der Position, mit der Mechanik vorhaben. Ja? Ein ganz einfaches Beispiel ist jetzt, ich würde es mit dir kämpfen wollen und stelle mich so hin, das ist meine Grundposition, und fange jetzt an, so zu machen. Ja? So komme ich nicht weit. Das wäre auch eine Position, eine Mechanik, aber da falle ich schneller um, wie ich schauen kann. Okay? Also jede Position kann grundlegend richtig oder falsch sein. Und das ist etwas, was jeder Mensch sieht, der uns beobachtet. Ja? Der sieht, Julian nimmt eine Position ein, aus dieser Position passiert irgendwann eine Mechanik. Was ein Mensch normalerweise nicht sieht, außer er hat ein sehr geschultes Auge, das ist der Modulations, das ist der dritte Begriff im GPS. Also wir haben einmal die Position, die Mechanik und die Modulation. Modulation wird dann immer so ein bisschen, ja, was könnte das sein? Modulation ist ein Spannungsaufbau, den du im Körper hast. Den hast du immer irgendwo und auch dieser Modulationsaufbau kann richtig oder falsch sein. Ja? Du kannst zum Beispiel mit übertrieben zusammengezogener Spannung versuchen, irgendwas zu machen. Ja? Du kannst sie richtig zusammenziehen. Ja? Weil du Angst hast oder sonst irgendwas, dann drückt es dir natürlich durch das, dass du dich zusammenziehst, alles ab. Feine Kapillare, extrazelluläres Wasser, ja, Nervenströme etc. Das kann dann dazu führen, dass so viel Zusammenzug da ist, dass du mehr oder weniger schon zum Zittern anfängst. Ja. Das kennt man. Und das ist eine Spannung, oder viele kennen das, diese typische Personenspannung, diese eine Schulter, die höher gezogen ist. Ja. Das ist im Endeffekt immer eine Bremse. Wir haben im Endeffekt, haben wir alle, sofern wir gesund sind, haben wir von Natur aus ein relativ gutes Fahrzeug, ein sehr, sehr gutes Raumschiff mitbekommen. Aber dieses Fahrzeug, dieses Raumschiff, genannt Körper, wird teilweise von den Führern des Körpers, also vom Piloten, ja, oftmals falsch bedient. Ja. Manche bedienen nur Grundfunktionen davon und manche wissen ja auch nicht ganz genau, was fange ich mit diesem Ding an. Ja. Viele normale Bürger sind eigentlich in der Situation, dass man sagen könnte, die bewegen sich in ihren eigenen Körper ab dem Punkt des Erwachsenwerdens ungefähr so, wie Aliens, die erst vor kurzem in den Körper gebeamt wurden. Ja? Die wissen eigentlich gar nicht genau, was sollen sie anfangen. Wenn man sagt, spann hier an, spannen sie was anderes an, sie wissen auch nicht ganz genau, wie soll ich das Teil ernähren, was mache ich damit, wie bewege ich es effizient, was tue ich damit. Ja? Und das führt dazu, dass hier Verspannungen im Körper auftreten. Das ist eigentlich das Gleiche, wenn du ein sehr gutes Auto hättest, ja? Und würdest aber teilweise nur die Grundfunktionen von diesem Auto beherrschen. Alles, was das Auto machen könnte, per Computer und so weiter, das benutzt du nie. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite kannst du eigentlich auch nicht Auto fahren, ja? Weil du dich ständig verschaltest und weil du ständig Gas und Bremse gleichzeitig drückst. Ja? Ja, du willst irgendwas machen, drückst aber blöderweise aufs Gas und auf die Bremse gleichzeitig und denkst, der Wagen, der zieht ja nicht richtig. Und das liegt daran, in Umkehr wäre das praktisch beim Körper, dass du ständig irgendwas versuchst zu tun, aber baust immer eine antagonistische Wechselspannung auf. Ja? Ist es bei dir ein schlechtes Beispiel? Normalerweise demonstriere ich das mit irgendwelchen Jungs, die wo kräftig sind, mit diesen Armen. Ja? Ich kann das mal machen mit dem Christian. Vielleicht. Christian, kannst du mal ganz kurz zu mir kommen? Ganz kurz. Ich zeige das nochmal. Jetzt kurz an Christian. Wenn jetzt der Christian ist ein großer und kräftiger Mann, wenn jetzt Christian seine Arme ausstreckt, jetzt bitte ich dich mal, spann mal die Arme voll an. Wenn jetzt diese Spannung hält,
dann zieht er gleichzeitig und drückt gleichzeitig. Okay? Okay, jetzt spannt er an, jetzt hat er natürlich das Gefühl von Kraft. Wenn ich jetzt sage, ich versuche es, deine Arme zusammenzudrücken, versuche das zu verhindern. Also halt die Arme so steif wie möglich, ja, spann richtig an und jetzt drücke ich die Arme zusammen, kein Problem. Wenn jetzt ich zu ihm sage, spann an und drück meine Arme zusammen mit aller Kraft, drück, richtig, drück, dann funktioniert das nicht. Das funktioniert aus zwei Dingen nicht. Einmal mache ich nicht den Fehler, dass ich mich verspanne. Also ich spanne nicht an und bremse ab gleichzeitig. Und vor allem ist mein Energiefluss wesentlich höher als einer. Ja? Also während sein Energiefluss mehr oder weniger durch die Spannung abgebremst bedingt macht, bum, 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 macht mein Impuls und der schneidet seine Spannung. Ja? Aber das sind dann tiefere Stufen des späteren GPS. Also wir haben hier, danke Christian, danke. Wir haben praktisch hier im GPS einmal das, wie soll sich ein Mensch am besten ökonomisch bewegen. Ökonomisch bewegst du dich dann, wenn du dich möglichst spannungsfrei bewegen kannst. Ja? Jeder Mensch, egal auf welchem körperlichen Stand er momentan ist, ja? Wenn ich einen Knopf bei ihm drücken könnte, dann könnte ich ihn so ökonomisch wie möglich einstellen. Also, dass keine Verspannungen auftreten, in keinster Art und Weise. Okay? Dann würde der Mensch eine ziemlich hohe Leistungskapazität und Leistung bringen können. Aus dem Grund, weil er sich eben nicht verspannt. Ja? Weil er einfach mehr oder weniger im Fluss ist, wenn du so möchtest. Was aber teilweise passiert, das ist ein Akt der Verspannung. Also, wo waren wir? Irgendwo bei GPS, oder? Richtig? Wir waren irgendwo bei GPS, dachte ich. Also, wenn ein Mensch sich, ich wiederhole mich jetzt, so ökonomisch wie möglich, nennen wir es ökonomisch, also widerstandsfrei bewegen könnte, wäre seine Leistungskapazität, egal an welchem Punkt momentan in der Entwicklung steht, hochtrainierter Sportler, kein Sportler, Normalbürger, ganz egal, relativ hoch. In Form von Proportional, Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und so weiter. Aber die meisten Menschen neigen dazu, sich zu verspannen. Ja? Okay? Jetzt haben wir normalerweise drei verschiedene Dinge, was der Mensch grundlegend, ja, mit vielen Zwischenstufen, aber grundlegend drei verschiedene Sachen, was man machen kann. Man kann seinen Körper total verkrampft verspannen, zusammenziehen. Ja? Man kann seinen Körper so ökonomisch wie möglich bewegen. Ja? Das Ganze ist eine Übungssache. Ja? Es gibt Menschen, die sind so verspannt, dass sie die Verspannungen nicht mehr merken. Ja? Das geht mehr oder weniger ins Selbstgefühl über und sie sind verspannt, aber können die Spannung gar nicht lösen, weil es einfach ein reflexartiger, emotionaler Ich-Feedback-Impuls ist, ja, der wo ständig stattfindet. Ja, sie merken das gar nicht mehr. Und was ein Bodybuilder im Endeffekt macht, was die wenigsten verstehen, und da gab es auch schon mal ein Video, da wurde dann in den Kommentaren geschrieben, so ein Schwachsinn und so weiter, zu dem Ausdruck komme ich gleich, um was es geht, weil ich rede davon, ein Bodybuilder spannt die Muskeln, obwohl davon gesprochen wird, in der deutschen Sprache, er spannt sie eigentlich nicht an, sondern ein Bodybuilder spannt die Muskel auf. Auf und nicht an. An wäre in dem Sinn ein Zusammenziehen der Muskulatur. Ja? Natürlich denkt man sich, okay, ich spanne jetzt den Muskel an und dann wird der Muskel hart und das ist angespannt. Das macht aber ein Bodybuilder nicht. Jetzt gab es viele in diesem Video, die dann in den Kommentaren, ja, so ein Unsinn, aufspannen, Muskulatur und so weiter, das ist doch ganz einfach. Wenn ein Bodybuilder auf der Bühne steht und macht Doppellat von vorne oder von hinten, was macht er denn? Spannt er den Muskel auf oder spannt er ihn zusammen und spannt ihn an? Er fächert ihn auf. Und genau das, was er mit dem Latt macht, das machst du normalerweise auch bei einer Doppelbizepspose, du machst dir auf, du machst dir nicht zu. Ja, du würdest dir vollkommen beschissen ausschauen, egal wie schön du gestaltet bist, wenn du laufst, ja, du machst auf. Ja, du spannst die Muskeln ständig auf, ja, und dadurch entsteht ein Eindruck. Und dieses Aufmachen der Muskulatur, das kannst du vergleichen ungefähr wie ein Fächer mit diesen Muskelfibrillen, ja, der unter Spannung steht und ist halb geöffnet. Ja. Und was wir machen im Training ist in erster Linie die Lamellen auseinanderziehen und nicht die Muskel zusammenziehen. Wenn du welche siehst im Studio und die machen irgendwelche Bewegungen, Curlbewegungen, versuchen natürlich jetzt ein Muskelgefühl zu erreichen und ziehen sich zusammen. Ja.
pressen dann auch die Luft und so weiter. Sicher, sie erreichen möglichst schnell einen Akt der Erschöpfung. Ja, sie werden schnell müde dabei. Sie ziehen sich zusammen, aber im Endeffekt wollen sie ja ganz was anderes. Sie wollen ja, dass der Muskel aufmacht, dass er raustritt. Ja, und nicht, dass er sich immer mehr zusammenzieht. Und das ist der Anfang, aber nicht das Ende der sogenannten Modulationsspannung. Okay? Also gehen wir nochmal zurück. Und wir machen das auch gleich dann in der Praxis einigermaßen. Wir haben in jeder Bewegung eine Position, die kann richtig oder falsch sein. Im Kampf zum Beispiel. Ja. Aus dieser Position geschieht eine Mechanik. Diese Mechanik kann richtig oder falsch sein, zweckmäßig oder unzweckmäßig. Jetzt kommt es darauf hinter, welchen Impuls, das ich dahinter habe. Ja. Das kann ich jetzt mit dir leider wieder nicht machen. Das wäre dann ein Schlagimpuls, der brutal ist, obwohl er nicht so aussieht. Ja. Weil er extrem ökonomisch ausgeführt wird. Das ist dann die andere Seite vom GPS, das ist das Kampftraining davon. Okay? Gut, was wir wirklich jetzt machen müssen, das ist die Muskeln aufmachen. Und das kann jeder. Gian, ja? Wir drehen gerade, aber komm her. Mein Freund Gian, komm her. Ich bin Trainingsplan vor 30 Jahren. Komm her, setz dich her. Vor 30 Jahren. Das ist mein Freund Gian. Ja? Allererster Trainingsplan vor 30 Jahren war von Herrn Pister. Brutal. Alles, was gelebt hat, essen. Als andere nicht. Ja, perfekt. Und immer noch da. Er spricht von Lebenswillen. Okay. Na, ja, Gian. Alles klar. Genau. Alles klar. Viel Spaß, danke. Alles klar. Ja. Kriege ich das mit deinem Mann an? Ja, freilich. Die schicken es mir, ich schick's dir. Super. Gut, hübscher. Wo war ich jetzt? Ah ja, genau, aufspannen. Das ist eigentlich ganz einfach nachzuvollziehen. Das kann ich jetzt mit Julia gerne machen. Wenn ich jetzt, obwohl ja Mädels jetzt nicht diesen Wert drauf liegen, bleib mal hier, zur Kamera. Wenn ich jetzt zu Julia oder zu einem Mann sage, ganz egal zu wem, spann mir den Muskel an, damit er so hart wird wie möglich. Ja, aber bald richtig zusammen, wie es ein Mann machen würde, Bizeps raus. Das sind ganz schöne Muskeln, später ziehen wir das Ding aus. Gell? Das sind ganz schöne Muskeln, das sage ich dir später. Mhm. Wenn du jetzt anspannst, dass es so hart wie möglich wird, dann baust du ein anderes Spannungsgefüge aus, als wie wenn ich jetzt hergehen würde und würde ein Maßband rumlegen und würde sagen, versuch mal das Maßband so weit auszudehnen, wie es geht. Dann spannst du die Muskeln anders raus, du drückst die Köpfe raus. Mhm. Mach das mal. Ja? Genau. Jetzt versucht sie, die Köpfe rauszudrücken und spannt den Muskel auf. Sie macht auf und sie spannt nicht an. Das sind zwei vollkommen verschiedene Impulse. Ja? Einmal ist es ein Öffnen der Muskulatur und das andere ist ein Schließen der Muskulatur. Alle Alten der sogenannten goldenen Ära wussten instinktiv, sie konnten es vielleicht nicht erklären und haben auch nur mit diesen normalen Begriffen hantiert, dass sie gesagt haben, ja, du musst besser anspannen, du musst den Muskel besser kontrollieren, was sie alle machten. Ob es Schwarzenegger war, ob es Colombo war, ob es später Samir Banu war, sie wussten im Training den Muskel aufzuspannen. Bei Männern teilweise, vor allem auch wenn sie Stoff nehmen, die Vorbereitung sind auf einen Wettkampf, ist es oft sehr einfach, weil sie teilweise knapp bekleidet sind, sie schauen in den Spiegel bei den Übungen und desto mehr, dass der Muskel plastisch aussieht, ja, gestrichter, gestromter aussieht, desto geiler sehen sie aus und desto besser wirkt das Ganze. In dem Moment machen sie automatisch das, dass sie die Fasern, die Stränge, die Muskelköpfe rausdrücken in der Übung. Dann kommen die Adern zum Vorschein und so weiter. Sie ziehen sich dabei nicht zusammen. Ja? Und das sind die Grundlagen zuerst mal, wie ich sie in einem Seminar den Leuten vermittle, damit sie verstehen, um was es im Bodybuilding geht. Würdest du auch gut talentiert sein, würdest du auch gute Stoffcocktails nehmen, fleißig trainieren, dich an alles halten, was irgendwie im Training wichtig ist und würdest aber mehr oder weniger aus falschen Positionen die Übungen machen, würdest eine falsche Mechanik verwenden und vor allem du würdest eine falsche Modulationsspannung, wir wissen jetzt einigermaßen, was damit gemeint ist, würden eine falsche Modulationsspannung aufbauen. Es würde nichts werden. Ja, die Entwicklung bleibt zurück. Wir können so aus dem Training nicht das rausholen, was normalerweise ein Training bedeuten sollte. Ein Training sollte normalerweise eigentlich im Idealfall, setz dich bitte wieder, ein Training sollte im Idealfall eigentlich so aufgebaut sein, wie Lernen aufgebaut ist. Ja, wenn wir heute, du bringst mir das Russisch bei, ja,
dann würdest du mir vielleicht zwei, drei Wörter beibringen am Anfang, einen Satz zusammengeflochten und würdest nicht versuchen, mir am Anfang 100 Sätze beizubringen, weil du weißt, das nehme ich nicht mehr auf. Da kommt alles durcheinander. Wenn ich jetzt wieder zu dir komme in der zweiten Unterrichtsstunde, wiederholst du nochmal das schon Gelernte und fügst ein bisschen was dazu. Nach der zweiten Unterrichtsstunde, wenn ich rausgehe, bin ich ein bisschen schlauer, wie bevor ich reingegangen bin. Und so sollte es im Idealfall sein. Und so nähert die Stunde an Stunde an Stunde. Und irgendwann mit ein bisschen Talent und Glück beherrsche ich einigermaßen diese Sprache. Okay? Und genauso sollte Training aufgebaut sein. Training sollte nicht aufgebaut sein auf ein Schema. Ich habe jetzt ein geiles Workout gehabt, ich habe mich jetzt fantastisch erschöpft, ich bin jetzt extrem müde, ich bin ausgepumpt, das ist nicht der Sinn davon. Ja? Das wäre ungefähr das Gleiche, wenn ich jetzt, du lernst Russisch und lässt mich, was weiß ich, einen Satz tausendmal wiederholen. Ja? Da lerne ich nichts dabei. Irgendwann bekomme ich vielleicht eine lahme Zunge, aber ich lerne nichts dabei. Okay? Und normalerweise sollte Training, man kann Training normalerweise mit dem Begriff Vergleichen des Übens. Ja? Wenn ich übe, dann versuche ich in der Übung besser zu werden. Ich würde nie etwas, kein Artist, ja, will zum Beispiel etwas üben, bis ihm seine Jonglierklötze aus der Hand fallen oder sonst irgendwas. Er übt bis zu einem Punkt der Verbesserung, der möglichen Verbesserung und am Scheitelpunkt davon hört er auf. Das ist die Logik des Übens und des Trainings, auch des Lernens. Ja. Wenn ich jetzt bei dir zum Beispiel in Russischunterricht gehe und ich weiß, zwei Sätze, lerne einen dritten dazu, kann die drei Sätze einigermaßen ineinander verflechten, dann wäre es nicht so, auch wenn ich jetzt vielleicht willig bin und sage, jetzt bring mir noch 10 Sätze bei. Als gute Lehrerin würdest du sagen, nein, ja, weil das kannst du dir nicht mehr merken, da kommt alles durcheinander. Wir machen das langsam. Und genauso geschieht es im Endeffekt, wenn du trainierst und übst. Und das verstehen die meisten nicht. Was die meisten machen, das ist auch kein Bodybuilding-Training, sondern was die meisten machen, ist ein Muskelverspannungstraining. Das würde auch ohne Stoff nicht funktionieren. Ja? Weil die meisten, normalerweise siehst du, und wir haben im normalen Bodybuilding, das weltweit umspannend verbreitet ist, haben wir normalerweise ein typisches Schema. Dieses Schema besteht aus pro Muskelgruppe zwischen meistens 3 bis 5 Übungen, zwischen 3 und 5 Sätzen pro Übung und ungefähr zwischen 8 und 15 Wiederholungen. Ja? Das ist ein gängiges Bodybuilding-System, das wird dann zusammengesetzt. Früher haben die Leute, in meiner Jugend haben die Leute noch 3-mal in der Woche trainiert, das würde ich heute keiner mehr machen, also jeden Muskel 3-mal in der Woche mit einem riesigen Volumen. Später ging das runter auf 2-mal in der Woche, heute trainieren normalerweise eigentlich alle besseren Bodybuilder alles 1-mal in der Woche, bis auf seltene Muskeln, wo sie 2-mal in der Woche machen. Und das Ganze ist nicht das eigentliche Bodybuilding-System, wie es heute verstanden wird, sondern man muss das verstehen, das entstand eigentlich aus der goldenen Ära des kalifornischen Bodybuilding-Systems. Die Jungs, die damals dort trainierten, waren eigentlich die besten Bodybuilder der Welt. Sie stellten auch die meisten Mr. Olympias. Ja. Später kamen dann noch andere Einflüsse dazu. Aber die Art, wie damals trainiert wurde, kam daraus, dass sie merkten, dass sie mit einem bestimmten Trainingssystem des Bodybuildings, mit dem damals gängigen Stoff, ja, so die besten Erfolge erzielten. Ja. Daraus entstand das. Es gab zum Beispiel früher vollkommen andere Trainingsansätze. Es gab die englische Schule des Bodybuildings, ja? Also die britische englische Schule des Bodybuildings. Es gab die französische Schule des Bodybuildings, die vollkommen anders geartet wäre, es würde so lange dauern, wie das genau zusammengesetzt war. Wie zum Beispiel, es war 180 Grad anders wie die englische Schule des Bodybuildings. Dann gab es auch zum Beispiel die osteuropäische Schule des Bodybuildings. Die Jungs haben wieder ganz anders trainiert. Der Trainingsansatz, einen leistungsstarken, schön plastizierten Körper aufzubauen, war wieder ein anderer. Keiner dieser Prinzipien oder Herangehensweisen war falsch. Sie hatten alle ihre Erfolge dabei. Aber heute wird mal Bodybuilding ein gewisses Grundsystem verstanden. Und dieses Grundsystem wird allgemein weltumspannend als Bodybuilding bezeichnet. Aber wie gesagt, es ist nur entlehnt eigentlich aus der goldenen Ära des kalifornischen Bodybuilding-Systems von Goldschirm, Wölschschirm und diesen alten Gyms, ja, wo die ganzen Superstars damals des Bodybuildings hervorgingen. Gut, was wir als nächstes haben, das ist, es gibt normalerweise im Bodybuilding gibt es, ihr müsst ein bisschen verzeihen, ich weiß, ihr wartet auf die Praxis, das machen wir. Ja. 5 Minuten, 10 Minuten noch Geduld, dann fangen wir an. Dann gibt es ein anderes Ding, was sich daran anlehnt. Das ist eine Schule, die im Endeffekt sich weitgehend abgespalten hat von diesem gängigen Bodybuilding-System. Diese Schule
kam von dem bekannten Arthur Jones mit seinem HIIT-System. HIIT-System ist heute jedem bekannt, hochintensives Training. Ja. Davon abgespalten gab es wieder das Mensa-System von Heavy Duty. Und diese Leute brachten hervorragende Athleten heraus. Ja. Ich normalerweise bin eher ein Anhänger dieser Schule, obwohl ich dieser Schule widerspreche. Und ich erkläre jetzt ganz kurz, um auch Missverständnisse, die im Netz kursieren, auszuschalten. Das Problem ist, und ich poste das auch oft, das Problem dabei ist, beim HIIT-System oder Heavy-Duty-System, ich drücke das anders aus, bringst du dem Körper nicht das Gewinnen bei. Im GPS, wir kommen gleich dazu, bringst du dem Körper das Gewinnen bei. Wie einem Kind, dem du spielerisch etwas beibringst und das dabei immer besser wird. Im Heavy Duty bringst du aber den Körper, oder HIIT-System bringst du dem Körper das Verlieren bei. Das Ganze hat mehrere Makel. Einmal sind die Gewichte, die verwendet werden, meistens zu hoch. Meistens werden angegeben, 6 Wiederholungen sollte man selber schaffen, dann kommen Intensivwiederholungen dazu, vielleicht noch Negativwiederholungen etc. Der Wiederholungsspielraum ist zu groß, die Gewichte sind für den einzelnen Organismus zu hoch und das führt immer dazu, dass irgendwann Bänder, Sehnen, Knorpel, Gelenke überlastet werden. Das trat noch bei jedem ein. Ob es die Wirbelsäule ist, das Hüftgelenk, Kniegelenk, Schultergelenk, ganz egal. Das ist das eine. Das andere ist, bei diesen Systemen trainierst du normalerweise bis zu einer Grenze des Versagens. Ja? Und dieses Versagen, sage ich, ist falsch. Denn du bringst damit dem Körper das Versagen bei. Machen wir es ganz einfach. Der Körper hat so etwas Ähnliches, er hat eine somatische Intelligenz. Ja? Der Körper weiß, wir wissen es alle nicht, das kann ja kein Wissenschaftler der Welt sagen, der Körper weiß, wie er seine Zellen teilen muss. Ja? Wir können zwar bestimmte Aspekte davon nachvollziehen, aber wie das jetzt genau funktioniert, wann der Impuls kommt, wie sich die Zelle genau teilt, kann ja kein Wissenschaftler auf der Welt sagen. Kein Wissenschaftler auf der Welt könnte sagen, welchen Weg das genau dein Blut durch deine Arterien und Venen nimmt und durch deine Kapillaren nimmt. Ja? Das weiß man nicht. Ja? Einmal geht es hier rum, manchmal geht es darum und so weiter. Der Körper hat eine eigene Intelligenz. Ja? Und wegen dem müssen wir auch lernen, den Körper in Ruhe zu lassen. Wir bewegen uns mehr oder weniger mit dem Körper ungefähr genau so, wie sich ein Reiter mit seinem Pferd bewegen würde. Ja? Wenn ich jetzt den Körper trainiere und der Körper ist fleißig, ist willig, ist stark, freut sich oft auch darüber, ja, wie ein Kind, dass es wachsen kann. Aber letztendlich, was ich hier mache, das ist, hoffentlich fängt es eher nicht an zu staubsaugen. Er kommt mir ungeheuer vor. Das Prinzip ist das, ich trainiere jetzt, ja, und egal wie sehr sich der Körper anstrengt, ja, egal in welchen Bewegungen, am Schluss kommt der Punkt, wo ich die Belastung nicht mehr bewältige. Okay? Ja, ich komme nicht mehr weiter. Jetzt werden Intensivwiederholungen gemacht. Ja, im Notfall sogar noch Bremswiederholungen und sogar noch Negativwiederholungen. Das heißt, egal wie sehr sich der Körper bemüht und anstrengt, ich zeige dem Körper ständig, wo die Grenze ist und lasse ihn sogar dabei im Endeffekt versagen. Weil ich dem Körper immer sage, jetzt versuch noch, geht nicht, ja, ich helfe dir noch, geht auch nicht, dann am Schluss geht gar nichts mehr. Ja. Ich lasse den Körper versagen. Jetzt mache ich das mit einem guten, willig, genetisch prädestinierten Körper über Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Da wird man feststellen, dass keiner dieser Hit-Athleten, die das wirklich gemacht haben, recht viel länger wie 10 Jahre durchhält. Und aus dem eigenen Grund, aus dem einzigen Grund, weil der Körper irgendwann zu diesem System Nein sagt. Ja, man kann das jetzt ganz einfach ausdrücken. Der Körper sagt irgendwann, mein Freund, das ist alles ganz recht und schön. Ja, ich mache das alles für dich. Ich lasse meine Muskeln gerne wachsen, du gibst mir die Nährstoffe dafür. Aber jedes Mal, wenn du mich in das Scheißtraining führst, ja, egal was ich für dich tue, egal wie ich mich anstrenge, am Schluss lässt du mich immer verrecken. Ja, du lässt mich immer versagen. Und ich sage dir ganz im Ernst, ich mache die Scheiße nicht mehr mit. Ja? Entweder bekomme ich jetzt einen Organschaden, einen Nervenschaden, irgendetwas und ich lasse irgendwas reißen. Ich will das nicht. Ja? Ich will nicht ständig versagen müssen. Und das ist das große Problem bei diesen Trainingsarten, weil du den Körper nicht systematisch das Gewinnen beibringst. Nochmal ganz kurz zurück, diese Schlaufe, das wäre genau das Gleiche. Stellen wir uns das bildlicher vor, wir selber aus
Initiäten ja, des Körpers, die den Körper bewegen und mit dem Körper, mit seiner somatischen Intelligenz, dass wir irgendwie wie Reiter und Pferd. Ja? Und das Pferd liebt dich über alles, das Pferd steht zu dir, will alles für dich machen, freut sich wahnsinnig, wenn du auf den Stall zugehst und es dich sieht. Und es will auch immer wieder was Neues lernen. Wenn ich jetzt mit dem Pferd ja, so lange immer etwas trainiere, bis es fast zusammenbricht, ja, verstehst du? Also ihm nicht was zeige und auf die, an dem Punkt, wenn es dann Erfolg hatte und war schon besser, konnte weiter springen, höher springen, konnte besser austarieren, egal was. Wenn so richtig die Freude für dem Pferd groß ist und ist so richtig willig, es hat aber was gelernt, dann höre ich auf. Dann führe ich das Pferd in den Stall. Am nächsten Tag, wenn es mich sieht, das freut sich richtig, dass es weitermachen kann. Würde ich über diesen Punkt weit hinausgehen, ja? Ich kann jeden Organismus so weit bringen, Pferd, Mensch, wie auch immer, dass es zusammenbricht oder dass es schon ins Straucheln kommt. Mache ich das auf die Dauer mit dem Pferd immer wieder, ist die Gefahr, dass sich das Pferd verletzt, einmal sehr groß. Und auf der anderen Seite wird das Pferd, eines Tages wird es dem Pferd grausen, wenn ich nicht in den Stall zugehe, wenn es mich nur sieht, ja? Wenn es diese Scheiße wieder machen muss. Das ist praktisch das Spiegelbild von dem, was ich gerade erwähnt habe, damit das verstanden wird. Wegen dem ist das System gut, aber wie es ausgeführt wird, ist es falsch. Und noch dazu kommt vielleicht ein kleiner Wink für alle Anhänger des Heavy Duty. Wie gesagt, ich lehne mich selber an dieses System an, ich finde es hervorragend, aber das Ursystem von Arthur Jones beinhaltet die nicht 5, 6, 7, 8 Wiederholungen. Wenn du zum Beispiel im Colorado-Experiment, das sagt jetzt vielleicht nichts von Casey Viator, schaust, ja teilweise ab 20, 30 und 40 Wiederholungen gemacht. Ganz, ganz selten, wo er runtergegangen ist. Ja? Und somit war er sehr stark. Ja? Aber es ist eine ganz andere Bänder- und Sehnenbelastung für jeden einzelnen Organismus. Ob ich jetzt eine Belastung wähle, die mir 20 oder 30 Wiederholungen zulässt, ja? Oder da, wo ich gerade noch 6 schaffe. Ja? Das ist ganz einfach. Die Belastung ist dann für mich auf die Dauer zu groß. In meinem Gesamtsystem. Ja? Man darf eines nicht vergessen, wir reden auch von diesem Faktor der Regeneration. Du kannst davon ausgehen, desto weicher ein Material im Körper ist, fangen wir an beim Blut, ja? Oder bei Nervenimpulsen, das regeneriert sich relativ schnell. Desto weicher das ein Gewebe ist, ja? Das geht relativ schnell. Dass ein bestimmtes Blutvolumen wieder da ist, dass eine bestimmte Blutsättigung wieder da ist und so weiter. Das geht relativ schnell. Genauso mit anderen Sachen wie Muskulatur und so weiter, das erholt sich relativ schnell. Desto härter das Gewebe im Körper wird, also absteigend zu Sehnen, Knorpel, Bänder, ja, widerstandsfähiger. Wenn diese Sachen einmal zu sehr überlastet wurden, brauchen sie viel länger zur Regeneration. Wegen dem muss man mit diesem Wort der Regeneration genau aufpassen. Ja? Viele meinen dann, ja, ich bin regeneriert, weil ich sich einigermaßen wieder wohlfühle. Das Nervensystem ist regeneriert, die Muskulatur fühlt sich einigermaßen erholt an. Ja? Aber bestimmte andere Abläufe, wie Gelenke, Bänder, Sehnen und so weiter, sind noch nicht von diesen Belastungen erholt. Der Organismus muss als Ganzes wieder erholt werden. Und wie das jetzt ganz genau abläuft, ihr seht, das ist ein ziemlich weites Thema. Ja? GPS, Bodybuilding insgesamt, wegen dem brauche ich auch keine 2-3 Stunden, sondern ich brauche normalerweise 12 Stunden, um die Grundlagen zu vermitteln. Also was hier passiert, das ist mehr oder weniger nur ein Fingerzeig, eine Einführung in das, worum es im GPS eigentlich geht. Aber da jetzt, glaube ich, auch teilweise eine Wiederholung da war von dem, was ich schon jetzt nicht mit Markus hier, sondern das letzte Mal mit Zephyr aufgenommen habe, fangen wir jetzt an, was mit Sicherheit erwartet wird, dass wir ein bisschen mal Praxis machen. Okay? Und wir fangen jetzt mal mit ganz was Einfachem an. Fangen wir an mit Bizepsübungen. Okay? Wir fangen jetzt mal an mit grundlegenden Sachen. Gehen wir Bizeps durch, Freunde. Normalerweise gehe jetzt ich, wie gesagt, jeden Muskel und das ganze Training durch, was ich hier nicht mache. Was ich jetzt mache, das ist mehr oder weniger, das sind nur Fingerzeige im Training. Also wir gehen ein paar Muskeln durch. Wenn jetzt Muskelgruppen dabei sein sollten, die euch besonders interessieren, dann schreibt das vielleicht später in die Kommentare und dann können wir das vielleicht zur Neuauflage dann nochmal wiederholen. Ich fange jetzt extra bei Bizeps an, weil Bizeps ein sehr kleiner Muskel ist und einfach zu verstehen ist. Also gehen wir das Ganze nochmal von vorne durch, ja, damit es klar ist. Normalerweise habe ich eine Position, okay, die nehme ich jetzt ein. Nehmen wir an, ich will jetzt Curl machen. Okay? Ich nehme jetzt eine Position ein, so sehe ich cool aus, oder? Und jetzt mache ich Curl so.
Das kann ich jetzt mit einem leichteren und schwereren Gewicht machen. Dass es jetzt so nichts wird, das ist klar. Ja? Also ich brauche eine richtige Position in der Ausführung, ja, von der ich starte, mit zum Beispiel das Kurzhantelkörn. Und ich brauche eine richtige Mechanik. Jetzt schauen wir mal, wie du normal, ohne Anweisung, Kurzhantelkörns machen würdest. Rede ich vielleicht zum Spiegel? Und jetzt zeigen wir mal Kurzhantelkörns. Jeder Hand einzeln oder beide zusammen? Weil es mal drin ist. Weil wir haben hier ein paar Sachen, die einfach nicht passen. Pass auf. Einmal steht sie mit durchgedrückten Beinen da. Ja? Das sollte sie nie machen. Weil einfach hier eine ganz andere Statik da ist. Was hier stimmt, was viele auch falsch machen, sie stehen zu breit. Die Beine sollten immer unter der Hüfte sein bei allen stehenden Übungen, außer bei Spezialitäten wie Sumo-Kniebeugen, Breiten-Kniebeugen oder sonst irgendwas. Also die Standbreite ist entscheidend, die ist wichtig. Weil wenn du jetzt zum Beispiel breiter stehen würdest, stell dich mal breit hin, desto breiter du stehst, desto instabiler wirst du hier. Wenn die Beine zusammen sind, geh zusammen, desto stabiler bist du hier. Ja? Die Beine sind unter der Hüfte. Und was Julia jetzt so gesehen in Anführungszeichen falsch macht, das ist nicht direkt falsch. Ja? Aber das ist, gib mal die Hand, geh auf bitte. Wenn du jetzt dein Handgelenk eindrehst, so, spannst an und curlst damit und machst Bizeps, so, ja? Dann hast du die Spannung nicht so sehr im Bizeps, sondern mehr hier. Mhm. Mach das mal mit Spannung, richtig? Die Spannung geht hier rein, weil hier das Gelenk mitcurlt und verkürzt hier die Flexoren vom Unterarm. Hier sieht man es besser. Schön auf den gewaltigen Bizeps draufhalten hier. Ja. Okay? Jetzt machen wir es anders. Jetzt halten wir nicht diese Linie gerade, knicken sie auch auf gar keinen Fall ab, was noch extremer wäre, sondern lassen diese Linie gerade, so knicken das Handgelenk, seht ihr, nach unten. Macht sie das jetzt noch extremer, knickt das Ganze nach unten und curlt jetzt unter Spannung, dann hat sie hier gar keine Spannung, es geht viel mehr im Bizeps rein, richtig? Ja. Okay. Und so erreicht sich den Bizeps. Also haben wir hier einfach mal diese Grundprinzipien in der Praxis umgesetzt. Wir haben eine Position und wir haben eine Mechanik. Diese Mechanik kann nur das Handgelenk jetzt, richtig oder falsch sein. Okay? Das heißt, wenn sie hier gerade bleibt, ja, und hier einen Knick hat, kann sie den Bizeps besser erreichen. Was auch nicht passieren darf, das Gewicht darf nicht, wie es viele machen, hier liegen oder gar hier. Die Menschen machen das gerne aus dem Grund, sie können schwere Gewichte verwenden, weil der Hebel kürzer wird. Ist klar, wenn ich das Gewicht jetzt hier irgendwo drauf liegen würde, dann könntest du noch mehr Gewicht bewegen. Das Gewicht liegt hier, wo normalerweise die Schwielen sind. Hier drin. Hier drin, seht ihr das? Machen wir Hand auf. Da liegt das Gewicht. Hier. Ja? Und hier wird geschlossen und das ist gerade. Und in dem Moment, wenn sie die Curlbewegung jetzt so macht und auch hier schön mitdreht, hat sie optimale Kontraktion. Das Ganze ist zum Beispiel auch umzusetzen bei Langhantel und so weiter. Ja? Also wir haben hier praktisch auch wieder eine Position, wo das Gewicht liegt. Das sollte nicht hier liegen, das macht einen gewaltigen Unterschied, sondern hier liegen. Und wenn du jetzt oben bist, sollte es in der höchsten Position ungefähr so sein. Machen wir die Hände auf. Machen wir die Hände auf. Dass du mehr oder weniger hier ein Tablett servieren könntest. Ja? So ungefähr, aber nur mit geschlossener Hand, dann erreichst du den Bizeps optimal. In dem Moment, wenn du nach oben gehst und das Gewicht rutscht dir dann von hier rein und lastet hier, hast du schon nicht die optimale Belastung auf dem Bizeps. Okay. Jetzt bringen wir das mal in Ausführung. Du bist praktisch so parallel die Handeln, Daumen mit dir rum. Und drehst das schon ein bisschen so nach außen. Das Gewicht mehr oder weniger, wo diese Mittelknochen liegen, dass es hier ganz natürlich hängt, wenn du einen Eimer tragen würdest. Ja, mach mal zu. Händchen zu. Zu. Jetzt liegt das ganz normal hier, wenn du es tragen würdest. Und von hier, von dieser Position, curlst du nach oben und drehst hier noch mit ein. Und jetzt bekommst du, das sieht man vielleicht auch hier, ja, wie es hier den Bizeps rausdrückt. Okay? Und das machen wir jetzt mal ein paar Mal alternierend. Es ist immer so, Freunde, am Anfang wird das nie perfekt klappen. Ihr werdet Wunderkinder, wenn das dann sitzt. Aber im Laufe der Zeit, aber nicht ganz weit hängen lassen. Es darf nicht so sein, dass du hier schon durchhängst, weil dann könntest du dich hier verletzen. Ja? Nur, dass du schaust, dass diese Linie gerade bleibt. Okay? Genau.
Und ihr seht selber, filmen Sie nicht mich. Das sieht besser aus. Ich hoffe, der Simon in dem Licht. Julia, geh mir ein bisschen zurück. Ich glaube, wir haben ein besseres Licht. Darf ich dich kurz? Ja, genau. Lichtschatten ist alles. Obwohl unsere Julia wirklich gut und schön durchtrainiert ist. Okay. Und so erreicht sie in erster Linie auch den Bizeps. Natürlich gebe ich jetzt von dieser Übung noch sehr viel zu sagen und so weiter. Dann wird die Praxis durchexerziert. Am Anfang wird das Ganze gemacht in einem relativ hohen Volumen. Da geht es nicht darum, dass der zu mir kommt, dann vom ersten Tag her möglichst schnell aufbaut, sondern dass sich das Nervensystem daran gewöhnt, dass es mehr oder weniger im Fleisch und Blut drin ist. Ja? Wenn ich dich im Idealfall aus dem Koma aufwecke, ja, und du machst ihn wegen automatisch richtig, so muss das einprogrammiert sein. Und dann geht man langsam Stufe für Stufe rauf. Okay? Und was wir jetzt noch haben, jetzt lasse ich mal... Und jetzt nicht falsch verstehen, ja? Ich kann mir schon vorstellen, Schützstrom, ja, auf überbrutal. Es gibt einen sehr geehrten Kollegen, ich nenne jetzt keinen Namen, der sagt, man muss bei den Übungen pressen. Ja? Was ich jetzt machen werde, Julia hat das auch ein paar Mal gemacht, die hat teilweise ein bisschen gepresst, ja, und Lippen zusammen. Normalerweise kannst du jeden Buchstaben eigentlich im Training aussprechen, du darfst nur nicht M sagen können oder B oder P. Ja, die Lippen dürfen sich nicht berühren. Du musst, in dem, dass sich der Körper zusammenzieht, musst du ausatmen. Jetzt sagen viele, das ist jetzt totaler Schwachsinn. Also jetzt kommt ein Unsinn rein, weil man muss ja pressen, um diesen Druck aufzubauen. Das ist falsch. Ja. Alle die, wo das machen werden, sie haben einen wahnsinnig geilen Organismus, der wo das lange Zeit aufhört, sie werden Probleme bekommen, weil der Körper zieht sich zusammen und durch das Pressen entsteht immer Rückstau aufs Herz. Und vor allem, du kannst auch nicht optimal anspannen. Ich mache das jetzt mal mit Julia zusammen und ihr könnt das daheim gerne wiederholen. Ja, jetzt passt bei dir auf. Du weißt, was Most Muscula ist. Das sieht bei dir nicht so toll aus, aber so richtig alle Muskeln anspannen. Wenn du das jetzt machst, sieht grob aus. Ja. Ne? Also wenn du das jetzt machst, oder wenn ihr das macht, und ihr macht das jetzt so, ihr atmet jetzt kurz ein, presst die Luft und spannt an. Jetzt pass auf. In dem Moment, auch du, wenn ich jetzt sage, spannst du weiter an, atmest aber aus. Und dann schaut ihr, was passiert. Mach das mal. Ja? Spann maximal an. Und jetzt atme aus und spann weiter. Merkst du, was du jetzt noch spannen kannst? Was hier noch Spannung da ist, wo du ziehen kannst, wo dir Muskeln noch Energie bringen kann. Der Muskel kann erst dann Leistung bringen, wenn ihr ausatmet. Kampfkünstler wissen das. Ich könnte nicht effizient schlagen, ja, wenn ich einatme oder wenn ich presse. Ja, die Luft muss raus. Ich kenne das von allen Boxern. Das gilt für Schlag und das gilt für jede Kraftveräußerung. Ja, das gilt auch für Arbeiter, die bei Belastung sagen, Haruk, Haruk. Ja, dieses Ausatmen ist entscheidend. Ja. Kein Arbeiter wäre so blöd und würde sagen, ja, weil dann wäre schnell aus oder schwindelig oder sonst irgendwas. Das ist schlecht. Also der hochverehrte Kollege von mir, der weiß schon, wenn ich anspreche, das ist nicht böse gemeint, aber da irrt er. Ja, und er kann das auch selber ausprobieren und vielleicht, ja, wie auch immer. Ja. Auf alle Fälle, das kann jeder nachvollziehen, ihr müsst dabei ausatmen. Bei jeder Bewegung, in dem, wo die Bewegung schwer ist, ja, wo ihr das Gewicht hinziehen, hindrücken müsst, atmet aus, ihr könnt so eine höhere Leistung bringen. Genauso wie bei der Mos Muscula oder jeder anderen Pose, in dem Moment, ihr presst, dieser Pressatmungsstau im Nervensystem überschneidet sich ganz schnell mit dem Muskelspannungsgefühl. Ihr meint sofort, das ist maximal, was ich anspanne. In dem Moment, wenn ihr dann noch ausatmet, bemerkt ihr, was hier noch an Spannungskapazität da ist, was ihr spannen könnt. Und diese Spannung erzeugt natürlich auch eine Widerstandsbewältigung. Ja? Also was ich hier praktisch jetzt, was sich hier bremst, ja? Wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme und presse, hier könnte ich noch wesentlich mehr, wenn ich ausatme, ja? Weil der Muskel dann seine maximale Kapazität bringen kann. Okay. Und jetzt gehen wir das Ganze mal so durch. Wir haben praktisch jetzt eine Position. In dieser Position, Julia, solltest du immer, pass auf, so stehen, dass die Belastung über
die Fußmitte hier, ja, den Vorderfuß, also nicht hier, sondern hier, in den Boden wirft. Ja. Das praktisch hier. Ja. Wie, ungefähr müsst ihr euch vorstellen, ihr springt Seil, ihr könnt Seil springen, am untersten Punkt, wo ihr seid, sind die Knie leicht gewinkelt und ihr springt beim Seilspringen auch nicht mit dem Vorderfuß, sondern mit dem Mittelfuß. Das habe ich vorher übrigens versprochen, Mittelfuß meine ich. Das ist praktisch hier, dieses Zentrum. Hier sollte das Gewicht in den Boden kommen, ja? Mit leicht gewinkelten Beinen. Also nicht hier, wie in die Hose gekackt, ja? Sondern hier, damit dieser elastische Winkel hier vor der Federspannung besser ist. Weil sonst seid ihr hier unten wie ein Stock, ja, und alles fängt die Wirbelsäule ab. Und so fängt die Belastung, natürlich bei diesen Gewichten ist es nicht schlimm, aber bei höherem Gewicht fängt die Belastung der ganze Körper elastisch ab. Okay? Also immer in den Beinen stehen. Okay? Gut stehen, parallel und vor der Breite hier ungefähr so, dass einer eurer eigenen Füße dazwischen passen würde. Ja, dann steht ihr optimal in der Breite. Jetzt gehen wir das Ganze durch. Jetzt haben wir die Position, wir machen die richtige Mechanik. Mhm. Ja, und der Mund bleibt offen. Es gibt keine einzige Bodybuilding-Übung, wo der Mund geschlossen wird. Ihr arbeitet immer gemeinsam mit Mund und Nase ein und aus. Okay? Also hoch und hoch. Okay. Und jetzt machen wir das, jetzt kommt die Spannung dazu. Jetzt haben wir Position, Mechanik, ja, Handgelenk etc. Und jetzt kommt noch die Modulation dazu. Wir machen das jetzt erstmal so, dass du einfach so anspannst, wie du normal anspannst. Das hat jeder noch was mitnehmen können, egal auf welchen Entwicklungsstand das er war. Okay. Okay. Ja. Das ist schon ganz gut. So, und jetzt machen wir zusammen ein Spielchen. Ja. Leg mal kurz ab, sonst ermüdest du so stark. Wir haben jetzt praktisch die richtige Position, Freunde. Ja. Aus dem haben wir jetzt, das würde jetzt von Satz zu Satz immer besser werden. Wegen dem ist natürlich klar, ich mache jetzt keine schweren Gewichte am Anfang. Das ist das, ja, das sind ja alles ganz leichte Gewichte, die Gewichte werden schon schwer. Ja. Aber wenn ich jetzt ihr schwere Gewichte gebe, dann kann sie einmal nicht viele Wiederholungen machen. Und dass ich die Muskulatur des Nervensystems, also diese Geist-Muskel-Verbindung anpasse, muss ich einfach wiederholen am Anfang. Ich muss wiederholen, 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 bis die Bewegung vollkommen drin ist. Und dann kann ich auch belasten. Und da habe ich nicht dies, was viele da machen. Wenn sie dann belasten, dann wird es schwer und falsch. Ja? Und schwer und falsch sollte es niemals werden. Ja? Es sollte immer richtig bleiben, auch mit großer Belastung. Würde ich jetzt hier ihr zu viel Gewicht reinlegen, 10 Kilo, 12 Kilo, wie auch immer, dann wäre sie nur damit beschäftigt, das Gewicht irgendwie zu heben, könnte sich aber nicht mehr aus der Aufführung Gelenke und so weiter auf die Atmung konzentrieren. Wegen dem wird das am Anfang so gemacht. Ja? Wegen dem erreiche ich aber ganz genauso die Muskulatur. Ja? So ist das nicht. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Julia macht jetzt die Bewegung aus der richtigen Position in der richtigen Mechanik, aber, und jetzt passt auf, sie hebt jetzt nur das Gewicht hoch. Sie versucht nicht, den Bizeps mitzuspannen, nichts noch dazu zu machen, sondern sie macht nur die Bewegung. Nur die Bewegung. Und zwar so ökonomisch wie möglich. Wie wenn einer sagen würde, pass auf, ich knall dich ab, ja, wenn du aufhörst, die Bewegung zu machen, dann würdest du nicht blöd mitspannen, sondern würdest versuchen, ganz locker durchzuziehen, ja, damit er ja nicht abdrückt. Okay? Das ist die eine Art. Das ist ökonomisch durchziehen. Würde ich jetzt das mit ihr bis zum, versteht das Wort das richtig, Exzess üben, nicht in einem Tag, sondern im Laufe der Zeit, bis sie immer ökonomisch arbeiten könnte. Sie würde immer stärker werden. Sie könnte immer besser, mehr oder weniger ohne Gas und Bremse, das Beispiel von Anfang, eine Belastung, einen Widerstand bewältigen. Ja, es würde immer ökonomischer werden. Ja. Sie macht nichts Unnötiges dazu. Sie versucht nur das Gewicht so einfach und so leicht, aber schon in der richtigen Position, schon in der richtigen Mechanik zu bewegen. Wenn sie das jetzt so machen würde, dann würde sie sehr stark werden. Der Körper würde auch eine gewisse Ausprägung bekommen, aber würde sich nicht wirklich plastizieren. Okay?
weil er immer versuchen wird, noch ökonomischer zu arbeiten. Ihr kennt mit Sicherheit viele, die sehen nicht besonders aus, sind vielleicht breithüftig, sogar ein bisschen speckig, aber die haben brutale Kraft. Ja? Und die können instinktiv, können die einfach sehr ökonomisch mit sie umgehen oder einen Widerstand bewältigen. Wegen denen können sie das auch sehr lange mit schweren Belastungen machen und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es Jungs, die sehen wirklich fantastisch ausgeprägt aus, aber die haben überhaupt keine Kraft. Ja? Die kannst du gar nicht belasten. Bei denen ist das Spannungsgefüge so, dass sie immer mehr oder weniger in diesem Posing, Spannung, ja, Aufmachprozess sind. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir machen jetzt ein paar Wiederholungen mit diesem Gewicht, wo Julia es so ökonomisch wie möglich bewegt. Okay? Und das machst du jetzt viermal hintereinander mit jeder Hand. Ja? Schön durch die... Nein, ausatmen ist immer dabei. Ja? Sonst stirbst du. Und das nächste Mal, jetzt haben wir die Maschine schon angeworfen, ganz klar, jetzt fließt Blut durch, ja, die Maschine treibt, weil ja, hier Kolbendynamik da ist. Und was du jetzt machst, das ist Folgendes, in den nächsten vier Wiederholungen, die kommen, versuchst du, wie wenn ich dich hier im Maßband rumlege, dass du den Bizeps möglichst weit rausdrückst. Ja, du versuchst, den Muskel rauszudrücken. Okay? So gut es eben am Anfang von dieser Verbindung Bizeps, ja, und bewusste Führung geht. Und wenn du das gemacht hast, dann machen wir danach, nach diesen vier Wiederholungen. Tschüss, Hübsche, tschüss. Also wir machen vier Wiederholungen ökonomisch, nochmal. Danach vier Wiederholungen, wo du versuchst, den Muskelkopf rauszudrücken, was geht. Wieder vier pro Hand. Jetzt entsteht schon ein gewisser Pump. Jetzt lassen wir... Wir haben praktisch hier zuerst mal die Maschine wird angeworfen. Jetzt fangen wir ein bisschen was für diese Substanz ein, ja, und drücken, ja, hypertrophisch die Muskeln auseinander. Jetzt lassen wir die nächsten vier Wiederholungen, die wo danach kommen, lassen wir abfließen, nachfließen, ja, und ziehen wieder ökonomisch ein paar Mal durch. Viermal. Und dann spannen wir wieder auf. Okay? Okay, probieren wir das mal. Ganz ökonomisch. Aber die ganze Bewegung machen. Bis nach oben. Mhm. Fünf, sechs, haben wir drei pro Hand. Sieben, acht. Und entspannt schön mit. Eins, zwei, 3, 4, richtig die Köpfe rausschieben. Ja, schön rausschieben. Sehr schön. Ne? Ja. 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 Und dann bitte ökonomisch durchziehen. Ganz ökonomisch. Ohne dass du zusätzliche Spannung aufbaust. Okay, sehr schön. Ihr seht selber diese Veränderung jetzt bei ihr, sogar beim Bizeps. Und dann kommen wieder vier, wo du richtig mitspannst. Ja, und sofort drückt es die Köpfe mehr raus. Das ist ein Opernsänger. Das ist dieser, der, wo ich gerade diese Übungen vorgemacht habe, das ist ein professioneller Opernsänger. Er hat eine gewaltige Stimme. Ich sage, wenn der vor euch steht hier, da vibriert die Luft. Ja. Er ist kein guter Bodybuilder, aber ein sehr guter Sänger. Er ist ein professioneller, ausgebildeter Opernsänger. Ja, wie in der Staatsoper und so weiter arbeitet er. Okay, legen wir weg. Also du merkst selber schon, ja. Das sind zwei vollkommen verschiedene Gefühle, ja, die muss ich hier aufbauen. Und die Sache ist jetzt die, wenn ich hier jetzt, normalerweise mache ich das immer mit denen, die ganz neu bei mir sind, die lasse ich jetzt auch noch total falsch machen. Ne? Total falsch wäre jetzt, ich lasse sie pressen, ja, und die Muskeln so richtig hart zusammenziehen. Ja. Und dieses Spannungsgefühl, dieses abwürgige Gefühl, im wahrsten Sinne des Wortes, Freunde, das gilt es immer zu vermeiden. Das dürft ihr nie machen. Das ist eine Fehlbedienung vom menschlichen Organismus. Man kann das irgendwie so sehen, wie man das jetzt bei Julia sieht. Wir haben praktisch hier drei Knöpfe. Der erste Knopf wäre, ich schalte sie ein und sie funktioniert so ökonomisch wie möglich. Ja. Jetzt absolut alles funktioniert ohne Reibung, ohne Bremse, ja, alles ganz genau abgetunt. Dann hätten wir einen Knopf, der bei vielen im Betrieb ist, dass wir, ich ziehe den Körper vollkommen zusammen. Also, okay, das würde ihre Zellteilung, ihren Blutfluss, Flüssigkeitsstrom, alles stören. Ja, ihre Bewegungen würden abgehakt und so weiter. Dieser Knopf, obwohl wir das als Menschen
können, ja, den solltet ihr verstauben lassen. Ja, wenn immer ihr merkt, dass ihr diesen Scheißknopf einschaltet, aus irgendeinem Grund, lasst es. Ja. Und dann haben wir einen anderen Knopf. Und dieser Knopf spannt den Körper auf. Ein normaler Mensch braucht das eigentlich selten. Aber ein Bodybuilder braucht das, wenn er auf der Bühne steht, wenn er trainiert und so weiter. Das ist dieses Aufspannen der Muskulatur. Dieses Aufmachen des Körpers. Okay? Und dieser Knopf ist zusammen mit dem ökonomischen Knopf entscheidend für das, dass wir zwei Dinge erreichen. Wir wollen einmal einen Körper, der so gesund ist wie möglich ist, aber alles im Fluss ist. Ja, okay? Und der ganz leistungsstark ist. Ja, das wird jetzt jeder normale Sportler brauchen. Das wird ein Artist brauchen, das wird ein Boxer brauchen, jeder Kampfsportler, ein Läufer, ein Kletterer, der müsste schauen, dass er ökonomisch wie möglich in seiner Disziplin sich bewegt. Also würde die höchste Leistung bringen. Das ist normalerweise, das sieht meistens nicht so beeindruckend aus, weil du eben nicht in Pose stehst, ja? Sondern du stehst hier mehr oder weniger so richtig. Ja? Aber du bringst, aber so kannst du Leistung bringen. Es ist keiner da, wo ich jetzt Schläge demonstrieren könnte, bei dir mache ich das nicht, dann will ich dir sehen, was das für eine Wirkung hat. Und das andere ist etwas, das eben speziell der Bodybuilder braucht. Ja? Der Bodybuilder muss lernen, seinen Körper plastizierend zu spannen. Das heißt, die Muskeln rauszudrücken. Ich habe früher, wo ich selber aufgehört habe mit dem Bodybuilding insofern, habe ich im Freundeskreis, wenn die gesagt haben, ja, Gerhard, spann mal an, zieh mal aus und so weiter, ich habe gesagt, nein, ich mache keine Muskelrausdrückübungen mehr. Ja? Weil im Endeffekt ist es nichts anderes. Ihr seht das jetzt an Julia, die jetzt eigentlich nur das ein paar Mal probiert hat. Wenn sie Beaters macht, wir machen jetzt noch eine Runde, dann gehen wir mal zu anderen Übungen über. Ihr merkt das sehr stark, ich hoffe, das kommt auf die Kamera drauf, was für ein Unterschied, obwohl die Belastung ja gleich ist. Ja? Es ist, wenn sie die Bewegung einfach nur ausführt, ja? So ökonomisch wie möglich, ja? So nah an den Kopf, ja? Wenn du aufhörst, knall dich ab. Oder wenn sie den Muskel rausdrückt, die Verformung hier im Bizeps. Ja? Und dadurch erreichen wir pneumatisch einen immer größeren Druck auf die Zelle und eine immer größere Vergrößerung, hypertrophisch gesehen, auf die Muskelzelle. Die Muskelzelle lernt immer mehr, sich auszudehnen. Man kann das vereinfacht ausdrücken, ungefähr so. Dieser Druck, der hier entsteht, funktioniert eigentlich so. Du hast hier praktisch, wenn du ökonomisch arbeitest, hast du einen optimalen Fluss. Ja? Dieser Fluss wird nicht gebremst. Nach einer Zeit bekommst du natürlich Pumpen in die Muskeln. Durch das bekommst du einen Stau. Okay? Was wir jetzt machen, wir unterstützen den Stau. Wir halten praktisch ab, oben Zufluss, unten Abfluss. Und das, was jetzt hier mehr oder weniger pneumatisch hier sich staut, wird noch mehr ausgedehnt durch diesen Spannungsaufbau. Jetzt lassen wir, irgendwann ist aber hier der Sauerstoff weg und so weiter, die Nährstoffe sind weg im Blut. Wir lassen das jetzt abfließen, lassen Neues nachfließen, treiben den Motor noch mehr an, bremsen wieder und drücken noch mehr raus. Und so erreichen wir einen optimalen Pump und eine optimale Plastizierung auf die Muskulatur. Ja? Ich habe das immer verglichen, früher hat man das, kennt ihr noch das Spiel, wo wir als Kinder gespielt haben, Himmel und Hölle? Wo unten die Kinder durchlaufen? Ja? Und irgendwann hat man ein Kind eingefangen, ja, und hat dann gefragt, Himmel oder Hölle, dann musste es sich aufstellen und so ungefähr läuft es. Wir lassen praktisch hier durchlaufen, ja? Die Kinder laufen immer schneller, wir halten eins oder ein paar fest, formen es zurecht, ja, Himmel oder Hölle, so gesehen, ja, und lassen es wieder los, das schlüpft es irgendwo rein, und das machen wir so mit allen Kindern. Ja, und so bekommen wir insgesamt eine extreme Formung und Plastizierung von der Muskulatur. Und wir schaffen auf diese Sachen, in dieser Richtung, in diesem Prinzip, schaffen wir zwei Sachen. Wir schaffen einmal das, dass der Muskel trotz Training, trotz wieder immer mehr Wiederholungen, immer mehr Ermüdung, lernt der Muskel ökonomisch zu arbeiten und Leistung zu bringen. So erhöhe ich die Leistungskapazität von der Muskulatur. Auf der anderen Seite lerne ich den Muskel immer mehr herauszutreten, die Stränge, die Köpfe herauszudrücken und sie immer mehr zu plastizieren. So habe ich praktisch mehr oder weniger habe ich zwei Seiten von einer Medaille. Ja, das habe ich schon im letzten Video mit Sefa erwähnt. Ja, praktisch so, wir haben praktisch einmal Julia und wir hätten Julias Medaille. Ja. Und einmal haben wir das Bild von Julia, ja, die Prägung von Julia. Und diese Prägung wird immer ausgeformter und immer geprägter. Okay? Mit zunehmendem Trainingszustand. Auf der anderen Seite haben wir den Leistungswert von Julia. Nehmen wir an, der ist momentan bei 10.
Wir erhöhen die Leistung von 10 auf 15, auf 20, auf 25, auf 50, auf 75. Und desto mehr Leistung du bringst, desto mehr plastiziert sich dein Körper. Das ist mehr oder weniger ein Wechselspiel. Ja? Das sind die zwei Seiten von einer Medaille. Ihr unten, der Sänger ist gut. Gell? Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Genau, wir machen das im Vierer-Rhythmus. Nicht ganz so schnell, ganz ruhig. Und hier schön eindrehen. Hier eindrehen. Die Mechanik bleibt immer gleich, nur einmal wird gespannt und einmal wird nicht gespannt. Genau, und immer schön mit haben. Jetzt spannen Sie. Und ihr merkt selber, hier die Stränge und so weiter, ich hoffe, das ist drauf. Ja, hier sieht man das sehr schön. Ja, jetzt drückt es hier das Ganze wesentlich mehr raus. Das ist klar, spann sie bewusst mit. Das ging ja auch beim höheren Gewicht dann nicht mehr. Und dann ziehst du wieder viermal ganz normal durch. Also wie gesagt, also ich sehe das. Ja. Natürlich, durch das, dass der Muskel doch immer mehr Durchblutung erhält, wird er sowieso jetzt immer plastischer. Aber es ist dennoch ein Unterschied zwischen dem, ob sie jetzt natürlich nur ökonomisch durchzieht oder ob sie bewusst mitspannt. Genau. Und wir hören dann am Schluss nach diesen vier mit vier ökonomischen auf. Sehr schön, sehr schön. Für den Anfang schon sehr gut. Okay. Oh. Okay. Aber wie würdest du die Wirkung auf die Muskulatur beschreiben? Anders? Anders? Mhm. Aber man spürt es ganz anders, tief. Ja. Okay. Jetzt machen wir das Ganze noch. In Form, man hätte es jetzt lassen können. Es gäbe jetzt wahnsinnig viele Übungen natürlich für den Bizeps. Auf der Schrägbank, Langhantel, Obergriff, Untergriff. Machen wir vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, wo ich oft im Netz sehe. Ja, ich versuche ja meistens, ja, dass ich nicht irgendwas reinschreibe oder schreibe, das ist jetzt nicht ganz richtig oder sonst irgendwas. Ganz klar, man tritt dann diesen Akteuren, oder wie nennt man das, dann auf die Füße, die fühlen sich dann natürlich betroffen. Ja, dann gibt es eine ganz wichtige Übung, jetzt nicht unbedingt für Frauen, aber für Männer, das ist der berühmte Hammercurl. Okay, der Hammercurl. Der Hammercurl ist eine Bizepsübung, die meistens falsch gemacht wird. Die meisten, gehen wir von der Grundlage des Hammercurls aus, die Grundlage des Hammercurls, ihr seht viele, die dann extrem schwere Gewichte nehmen, das gegen Erstlinie geht das ja auf dem Radial Brachialis und auf dem Brachialis. Ja? Und diese Muskeln wurden früher im Deutschen Lastenträgermuskeln genannt, weil du hier Fässer tragen, Steine tragen, die meiste Kraft hast eben in dieser Curl-artigen Bewegung. Der Hammercurl, es gibt ja welche, die machen den Hammercurl so, ja? Also mehr oder weniger so eine Art Truck-Curl. Es gibt alle möglichen Ausführungen. Und beim Hammercurl, es gibt auch die, die den Hammercurl dann schon richtig machen. Also richtig wie jetzt praktisch hier, ja, rechter Winkel hier und ich ziehe jetzt hier hoch. Jetzt gibt es aber die, die wieder das Handgelenk falsch halten. Was wir bei jeder Bizepswegung vermeiden müssen, ihr seht das, dieser Bereich ist gerade und der ist geknickt. Okay? Wenn ich jetzt Curl mache und das Gewicht liegt immer hier, seht ihr? Hier. Seht ihr das? Hier. Und ich gehe auch nicht her, wenn ihr meine Nagelbetten anschaut, ich gehe jetzt nicht her und erwürge das Gewicht, die verfärben sich nicht. Das machen auch viele falsch. Ja? Die erwürgen dann das Gewicht. Es wird nur so gehalten, dass ich eben das Gewicht halten kann. Ja? Ganz locker und die Konzentration liegt jetzt im Bizeps. Das Handgelenk curlt nicht mit, nicht. Wie das bei Kurzhandelcurl noch bei Langhandelcurl, also alles, was auf den Bizeps einwirkt. Wenn ihr jetzt Hammercurl macht, dann ist ganz wichtig, ich lasse das mal von Julia machen, wenn ich jetzt das Handgelenk hängen lasse, drückt man hier auf diesen Muskel drauf. Der ist weich, ja? Und der ist auch weich. Merkt ihr das? Mhm. Und erst wenn ich jetzt hier Belastung drauflege, pass auf, oh, dann wird er hart. Dann kommt er raus. Dann kommt das Ganze raus. Beim Hammercurl, bei alles, was auf die Unterarme einwirkt, müsst ihr
geht die Bewegung vom Handgelenk aus. Ja. Bei mir ist das nicht so, genauso, wir könnten auch Bauch noch durchgehen oder sonst irgendwas. Das ist keine Veranlagung. Die meisten, natürlich keine Veranlagung immer dazu. Ja, also wenn du gar keine Veranlagung hast, kannst du die vergessen. Aber das ist nicht so, ja, das ist ja genetisch bedingt und so weiter, sondern das ist eine Sache, wie trainiert wird. Ja. Wir gehen dann auch noch mal Lat-Training durch, wo auch wahnsinnig viele Irrtümer entstehen. Wenn ihr hier mitcurlt, ja, dann wird das Ding, ja, der Muskel, der wird richtig hart. Ja, der ganze Radial-Brachialis-Bereich. Ihr erreicht das erst, wenn ihr die Übung hier startet. Stellt euch vor, ihr wickelt eine Zeitung zusammen. Die Übung wird nicht hier im Gelenk ausgeführt und das hängt am Schluss noch. Was dann oft der Fall ist, wenn die Gewichte zu schwer sind. Ja. Sondern die Bewegung wird hier ausgeführt. Wegen dem heißt das Ding ja auch Hammer-Curl. Ja, wie hammern. Ja. Hier rauf und runter. Und das Handgelenk ist leicht nach außen gerichtet. Wenn wir das, dass das gerade ist, dass diese Flexoren praktisch schon in einer Vorspannung sind. Ja, die Flexoren sind in einer Vorspannung und so ziehst du dann das Gewicht hier raus. Und so erreichst du mit dem Hammer Curl die optimale Wirkung. Wenn ihr die Übung jetzt so macht, im rechten Winkel, dann erreicht ihr in erster Linie den Brachialis. Ja. Wenn ihr sie so macht, ja, wie sie gern Phil Heath gemacht hat, also hier hochgeführt, dann erreicht ihr noch mehr, Handgelenk raus, dann erreicht ihr noch mehr den Radialbrachialis. Dann geht es noch stärker hier rein. Also welche, die sagen, ja, ich will vor allem hier, ja, die müssten dann den Hammer Curl so machen. Ja, also nach innen geführt. Die, wo sagen, ja, mehr den Knopf. Weil die Sache ist ja auch die, dieser Muskel hier, pass mir an, dieses Ding da, dieser Knopf, das ist der Brachialis. Und dieser Brachialis endet genau hier im Oberarmknochen und läuft unter dem Bizeps durch. Ja? Unter dem Bizeps durch. Der unterliegt praktisch hier. Desto mehr, dass der Brachialis entwickelt ist, desto mehr hebt es dir den Bizeps. Wegen dem ist der Brachialis sehr wichtig. Normalerweise ist es eigentlich falsch. Die meisten, was heißt die meisten? Es ist ja normalerweise hier der Bizeps, der Zweikopf und hier der Trizeps, der Dreikopf. Wenn jetzt Julia zum Beispiel den Trizeps durchsteckt, steckt mal durch, hier sieht man das sehr schön, dann seht ihr genauso, größer oder kleiner, hier schön ausgeprägt, ihr seht eigentlich immer diese zwei Köpfe. Man fragt sich, wo ist der dritte? Der dritte ist ja das, wo hier meistens die Sehnenplatte ist, dieser darunterliegende Kopf ist der dritte Kopf. Ja? Und dieser dritte Kopf funktioniert genauso wie vorne beim Bizeps, ist praktisch der Brachialis vom Trizeps. Der unterliegt diesen Hufeisen hier. Und desto mehr das deentwickelt ist, desto mehr schiebt es das Hufeisen raus. Beim Bizeps genauso, desto mehr der Brachialis entwickelt ist, desto mehr hebt es den Bizeps raus. Okay? Und um eben diesen Bizeps zu erreichen, diesen Brachialis zu erreichen, braucht man dann Übungen wie eben den Hammer Curl. Und der Hammer Curl ist richtig ausgeführt, wie? Sie hat das Handgelenk genauso wie am Anfang mit dem Curl, also das hier ist gerade. Und nur beginnt sie jetzt die Bewegung jetzt nicht hier. Sondern sie bewegt die Bewegung was? Lass dich führen. Halt das Ding. Mhm. Nein. Hier. Hier hoch und hier hin. Und hier erreicht sie, das seht ihr jetzt sogar hier, bitte, wieder diesen Knopf. Und hier. Seht ihr? Und wenn sie jetzt noch hier in eine größere Außenrotation geht, dann würde sogar hergehen, dann würde das Gewicht noch ein bisschen hier knicken, erreicht sie hier die Flexoren optimal. Ja, das ist der Trick beim Hammer Curl. Seht ihr? Seht ihr das? Warte, du bist schön ausgeprägt. Das gefällt dir mir im Freunden. Seht ihr das? Wie der Unterarm und die ganzen Flexoren jetzt arbeiten, hier der Bereich alles. Wenn sie im Gegensatz das Handgelenk hängen lassen würde und würde nur hochziehen, ja, ist hier gar nichts. Ja. Jetzt kriegt das Handgelenk mit. Zack. Ja, jetzt kommt hier die Spannung drauf. Und so haben wir mehr oder weniger. Ihr seht, hier schließt sich der Kreis. Also Freunde, wir haben jetzt mal wenigstens den Anfang. Ihr hört hoffentlich im Hintergrund noch Christian, den Sänger. Ja, er singt immer noch fleißig mit. Also wir haben jetzt den Anfang mal von GPS gemacht, ja, auch einen Teil der Praxis. Was jetzt normalerweise anstehen würde, zusammen mit Julia, das wäre mein Vorschlag, dass wir Lat mal durchmachen. Weil das Problem, was ich gesehen habe,
Lat-Training und Rückentraining ist das im deutschen Bodybuilding am wenigsten verstandene Training. Ja, wenn ich mir heute die Stars, ja, des deutschen Bodybuildings anschaue, dann sehe ich eigentlich meistens sehr gute Armentwicklungen, sehr gute Schulter-Brustentwicklungen. Ich sehe meistens eine sehr schlechte Mittelpartie, das ist ja mit Sicherheit schon aufgefallen, ballonartige Beine, dann aber diese kleinen Stummellats, ja, und vor allem diesen nicht tiefen Rücken. Ja. Da wo teilweise andere Länder und andere Athleten dieser Länder bei weitem besser sind. Und viele der Athleten meinen dann, das liegt daran, ja, ich habe da einfach keine Veranlagung. Nein, sie machen einen Trainingsfehler und das ist ihnen nicht bewusst. Ja, ist genauso wie Bauch oder sonst irgendwelche Trainingsdinge. Ihr seht zum Beispiel jetzt ein Beispiel von Hammer Curl, auch von Bizeps Curl. Es gibt bei jedem Muskel gibt es seine Besonderheiten und so weiter. Und was jetzt mein Vorschlag wäre, das wäre, dass wir das nächste Mal Lat durchgehen. Aber ich erwarte jetzt einfach, dass ihr mir in den Kommentaren sagt oder auch was Legal Power jetzt mir sagt, was ich am besten dann durchgehe oder nach Julias Wunsch, was ihr am liebsten wäre. Aber wahrscheinlich ist Bizeps nicht unbedingt so interessant, denn auch Lat und die brutale, brachiale Rückentiefe. Ihr müsst einfach schauen, was wir machen. Und ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich jetzt zur Praxis des GPS, war natürlich wieder viel Theorie dabei, aber diese Theorie ist unvermeidlich, weil wenn ich einfach nur die Übungen vormache, dann werde ich, das weiß ich, von der Mehrzahl der Zuschauer nicht wirklich verstanden. Ja? Also, ich erwarte jetzt einfach, dass ihr mir, oder ich warte darauf, dass ihr mir dann sagt, wie es weitergehen soll, was ihr gerne hören wolltet, was ihr sehen möchtet und so weiter. Und ich habe jetzt hier schon mit Markus, den man jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich gesehen hat, vielleicht sollte man die Kamera mal drehen und Markus filmen, er sagt nein. Und was ich dann beim nächsten Treffen mit Julia dann durchmachen werde, was ihr am besten sehen möchtet oder sonst irgendwas. Und was jetzt zum Abschluss, die Frau spricht immer zum Schluss, das habe ich gelernt als Mann. Ja, was sagst du dazu? Also ich fand es fantastisch. Ganz anderes Training, als ich sonst so mache. Und wer mehr Infos haben möchte, kann ihn vielleicht im Instagram anschreiben. Den Link werden wir mitteilen. Ja. Ja. Gut, dann, Freunde, auf eine gute Zeit.